Hi und willkommen zurück zum Tankstellensimulator. Wir gehen ins Lager. Oh Mann, oh. Warum sieht sie denn aus wie Scheiße? Jetzt kann ich auch noch bestohlen werden. Das ist so dieser Dennis, oder? Ganzen Scheiß habe ich einzutragen. Richtig Bock. Boah, ich darf anscheinend alles einzeln hier rausschleppen. Und wir räumen wieder auf. Ey, hier passt eigentlich nicht wirklich was rein. So war das geplant. Ja, muss ich jetzt erstmal so machen, sonst kriege ich da doch gar nichts rein. Sag ich noch mit einer Ameiserin. Gott, der da drin. Okay, der nicht. Da hinten ist auch noch einer. Oh mein Gott. Uiuiui. Hab ich nicht mitgerechnet. Boah, eigentlich ist es hier nur Entmüllen. Oh, ich habe Leute an der Kasse und so. Entschuldigung, komme, Entschuldigung. Super. Man sieht ihre Zunge und ihre. Ich kann ein Inneres sehen. Oh mein Gott. Schnell auf die andere Seite. Oh, war das eklig. Good job. Au. Dinge, die ihr nicht seht. Aua. John unter dem Pullis haut. Wenn man zwei junge Kater hier hat, kommt es durchaus vor, dass A irgendein Kabel angreifen oder mich tritt offen machen und es tut weh. Wundert euch nicht, wenn ich heule. Stream werdet ihr das sehen. Ey, wie viel Müll ist hier denn drin?
Das soll Deko sein. Mhm. Ist der Kraftstoff schon wieder niedrig. Uiuiui. Und Benzin bestellen. Oh, diesmal ist gut. Ich bin da hinten aber eigentlich am Aufräumen. Hier einen Hebel ziehen. Ey, da ist immer noch einer mehr oder so und das Spiel so mm-mm. Jetzt muss ich das Lager herstellen, okay. Oh. Ich habe ein Lager. Boah, gerade rechtzeitig gekommen. Ich habe gar keine Zeit mehr, Schlösser zu knacken. Oh, ich habe schon Uhr gehört. Ich sollte meinen Müllabfuhr wieder bestellen, wa? Okay, ich kann Dinge bestellen. Wir haben doch bestimmt wieder eine Mail. Öffnen und schließen der Tankstelle. Du kannst deine Tankstelle jederzeit öffnen und schließen. Das stoppt zwar den Gewinnfluss. Hä, das hatten wir doch schon. Oh, und es gibt einen magischen Trick bei dem Ganzen. Sagen wir es dort. Hä, kennen wir doch auch schon. Lager und Lieferung. Zeit für deinen ersten Einkauf, Neffer. Das letzte Mal habe ich Produkte für dich liefern lassen. Jetzt musst du es selbst machen. Achte darauf, den Preis zu überprüfen. In deinem eigenen Interesse möchtest du zu einem stabilen Preis verkaufen. Kaufe, wenn der Preis definitiv am niedrigsten ist. Bevor du ein Produkt bestellen kannst, musst du sicherstellen, dass du Platz auf der Tankstelle hast, dieses Produkt auch anbieten zu können. Du weißt schon die richtige Anzahl und Art von Regalen kaufen und so. Um Produkte zu bestellen, klicke einfach auf die entsprechende Karte auf der Registrierkarte Lieferung. Wähle dann die gewünschte Menge aus und klicke auf das Warenkorb-Symbol in der oberen rechten Ecke, dann die Bestellung bestätigen und auf die Lieferung warten. Die Lieferung erfolgt natürlich nicht sofort. Der Lieferwagen braucht etwas Zeit. Und dann musst du die Kartons selbst auspacken. Dazu bringe die Kartons vom neu eingetroffenen Lieferwagen zu den Schränken in deinem Lager. Wenn du mit dem Auspacken fertig bist, fährt der Lieferwagen wieder ab und du kannst die Produkte in die entsprechenden Regale stellen. Dazu musst du dich nur einem Regal deiner Wahl nähern und mit ihm interagieren. Die verfügbaren Produkte stehe dir dann alle zur Verfügung, gefiltert nach dem entsprechenden Regaltyp. Und noch etwas sehr Wichtiges. Oh. Denk daran, die Tore des Lagers immer zu schließen, wenn du fertig bist. Ein Dieb wittert jede Gelegenheit schon von Weitem, also sei hier nicht leichtsinnig.
Und achte auf den Rücken, wenn du schweres Zeug trägst. Arztrechnungen sind heutzutage so teuer. Erzählt mir der mich verprügeln lassen hat. So, die Preise ändern sich jeden Tag um Mitternacht. Grüne Pfeile zeigen einen günstigen Preis an. Rot bedeutet, dass der Preis ungünstiger ist. Du machst trotzdem einen Gewinn, aber bei günstigen Preisen ist der Gewinn einfach größer. Du kannst die Preiskurve verfolgen, indem du dir den Preisverlauf für jedes Ersatzteil ansiehst. Du kannst bei jedem Unternehmen nur einen Lieferwagen zur gleichen Zeit bestellen. Denk dran, das Regal mit verschiedenen Marken und Produkttypen die Kunden dazu verleiten, mehr zu kaufen. Oh, klassisch. Ja, mehr Regale. Boah, ich kann mir keine Astro leisten. Einen großen Alkoholstand. Wo tue ich den jetzt hin? Achso, jetzt habe ich noch eine andere Seite. Und kippen. Nein, da. Hä? Jetzt habe ich nochmal einen großen Alkoholstand. Der sieht auch irgendwie scheiße aus, oder? Sieht alles kacke aus. Ja, so geht noch am ehesten. Warum habe ich denn jetzt einen zweiten Alkoholstand? Ja, geil. Beschweren wir uns mal nicht, wa? Ich habe nur eingekauft, oder? Ich bin echt verwirrt. Super. Ja, ich muss auch zwischendurch tanken. Ich habe jetzt schon ein paar Mal den Reiter mit Angestellten gesehen. Ich hätte da gerne was von. Kann ich jetzt Dinge kaufen? Muss ich sogar. Okay, das ist grün, das auch. Oh. Das kostet ganz schön viel. Jo, warte mal. Gibt's hier keine Anzeige, was ich schon hab? Aber jetzt das Billigste. Ja, muss reichen. Kann ich noch nicht auslernen. Den da auch nicht. Ey, der nimmt manche Sachen einfach nicht mit. So, jetzt gehen wir wieder zum Lager. Schon. Warte.
Er fährt einfach mit. Ach, egal. Not my business. Ja, reicht erstmal. Ist ja noch arbeiten hier. Achso, ich habe mal Alkohol und Kippen bestellt, ne? Ich schon wieder telefonieren. Ich will nicht mit dem telefonieren. Gibt es eigentlich nur einen Hebel? Auch schön, die obere bleibt stehen. Ja gut, reicht, oder? Thank you. Stressig. Holt er das nicht ab?
Der war, glaube ich, noch gar nicht da. Okay, ich muss tanken. Habe ich den Mülltyp nicht bestellt? Okay, irgendwie nicht. Super. Dann gehe ich doch ans Telefon. I see you're putting hard work into keeping your station running again, kid. Good, good. I wouldn't have it any other way. I just wanted to remind you, I'm not the only one judging your performance. Sure, your uncle knows better how to keep a business going and wants to see you flourish. But my approval only goes so far. The real approval you need to watch out for is the one given to you by your customers. If word of slander gets out, you might even sell Egyptian diamonds for free, and nobody will bat an eye. Keep those customers happy, you hear? Okay. Ich sehe, du arbeitest hart daran, deine Tankstelle wieder zum Laufen zu bringen. Gut, gut. Ich würde es nicht anders haben wollen. Ich wollte dich nur daran erinnern, dass ich nicht der Einzige bin, der dich beurteilt. Sicher, dein Onkel weiß besser, wie man ein Geschäft am Laufen hält und er möchte dich florieren sehen. Aber meine Anerkennung geht nur so weit. Die wirkliche Anerkennung, auf die du achten musst, ist die deiner Kunden. Wenn sich die Verleumdung herumspricht, kannst du sogar ägyptische Diamanten umsonst verkaufen. Niemand wird sich interessieren. Halte deine Kunden bei Laune, hörst du? Wow, danke für deine glorreichen Worte. Onkel des Jahres. Good job. So, wir sollen einen Pott kaufen. Aha. Mhm. Ohne zweite. Ach nee. Stufe 3 und 4. Stufe 3. Keine Ahnung. Thanks a bunch. Ich muss doch wieder einkaufen, aber ich habe kaum Geld. Ich habe immer noch keine Dings. So wenig Geld. Ja, mehr kann ich auch nicht. I was worried I'd go over budget. So langsam wird der Laden auch dreckig. Und jetzt muss ich auch noch das Klo putzen. Awesome. Ja, voll. Ist das... Oh Gott. Es ist eine Kackwurst.
Ey, die waren doch immer noch nicht Müll abholen, oder? Oh. Ja. Okay, ja. Ich muss meine Popularität erhöhen. Hör mal zu dem Bums her, ne? So. That'll do. Schreib mir nicht an. Der blöde Müllwagen. Warum kommt der aber Müllwagen nicht? Schon zweimal bestellt. Wow, jetzt habe ich ihn noch nicht mal gedrückt. Okay, creepy. Thanks. Ich brauche so langsam Getränke. 53, 67. Warum ist denn das hier alles so teuer? Es war immer noch kein Müllwagen hier. Kostet das doch Geld und ich habe zu wenig? Anscheinend kostet das doch Geld. Ich nehme fest. Dann machen wir den voll. Ja, okay. Stress. Ui. So kann man auch ausladen, ne? So. Schein kostet mir Geld. Kacke. Pretty much what I asked for. I was worried I'd go over budget.
Der Künstler war aber nicht mehr da, ne? Ja. Gucken wir mal. Aber das steht kein Preis. Probieren. Ja. Doch kein Müll? Okay. Hallo? Kann ich einfach hier Tankstellen so zu überfahren? Ich höre den kleinen Spast. So. Jetzt weg. Ist da. Er hat einfach seinen Namen falsch geschrieben. Ich mich jetzt erschrocken. Gut. Dann beenden wir die Folge für heute und sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao.